Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen Ihnen allen hier im Hotel Silber. Mein Name ist Friedemann Rinke. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Haus der Geschichte und Kurator hier im Erinnerungsort Hotel Silber. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Abend, ganz herzlich auch im Namen unseres Kooperationspartners, der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber, mit der wir das heute, diese Veranstaltung heute zusammen machen. Ich muss zugeben, ich bin nicht überrascht, dass so viele Leute da sind. Ich hatte es ein bisschen erwartet bei den Gästen, die wir heute hier zu Gast haben. Trotzdem freue ich mich natürlich immer sehr, wenn der Raum hier voll ist. Einen kurzen Hinweis. Diese Veranstaltung wird auf vielfachen Wunsch von Besucherinnen vom letzten Sonntag aufgezeichnet und dann von uns auf dem YouTube-Kanal gestellt. Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen. Sie können gerne im Anschluss der Veranstaltung, zum Beispiel wenn Sie eine Frage gestellt haben oder so und nicht auf dieser Aufzeichnung erscheinen wollen, uns das mitteilen, dann können wir das natürlich technisch lösen und diese Sequenz entsprechend herausschneiden. Aber diesen Hinweis möchte ich Ihnen noch geben. Jetzt möchte ich vor allen Dingen unsere Gäste heute Abend begrüßen. Als allererstes Frau Hagenlocher-Riewe. Sie ist... Ja, bitte. Sie hat, glaube ich, ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Veranstaltung am letzten Sonntag, von der ich schon sprach, glaube ich, sehr, sehr vielen Besucherinnen in sehr eindrücklicher Erinnerung geblieben ist. Da ging es natürlich auch schon um ihren Vater Alfred Hagenlocher. Ich möchte, wo wir bei der Familie sind, auch ihren Bruder begrüßen, Jörg Hagenlocher. Ich freue mich nicht nur, dass wir heute die Veranstaltung mit Ihnen zusammen machen können. Ich möchte unbedingt hier auch noch ein Wort dafür verlieren, dass beide sozusagen jetzt schon seit vielen Jahren, darf ich sagen, ein Freund dieses Hauses sind und ganz wesentlich auch beigetragen haben zu diesem Haus und vor allen Dingen auch zu unserer Dauerausstellung, die Sie im ersten Stock sehen, da Sie, ich persönlich würde schon sagen, den Mut gefunden haben, eben sehr persönliche Überlieferungen aus ihrer Familie uns zur Verfügung zu stellen, die eben die Besucherinnen oben in der Dauerausstellung sehen können. Auch dafür an dieser Stelle und immer wieder herzlichen Dank dafür. Dann Herrn Walter Sittler, vorstellen muss ich Sie, glaube ich, hier nicht. Schauspieler und Produzent, aber auch ein Freund des Hauses, darf ich glaube ich sagen. Sie sind auch schon lange mit der Geschichte verbunden, auch aus der Zeit, wo noch nicht ganz klar war, ob das mal was wird und was hier wird, haben Sie da schon Ihre Stimme erhoben und Sie waren auch schon zu Gast hier als in der Einrichtung. Insofern auch Ihnen ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie wieder da sind. Und da er daneben sitzt, Herr Abmeier, heute Abend nur Zuschauer, aber ich möchte mich auch dafür bedanken. Sie haben ganz wesentlich an der Organisation und Zustandekommen dieser beiden Veranstaltungen Sonntag und heute beigetragen mit Ihrem Engagement und Ihrem Willen dazu, das durchzuführen. Also auch dafür ganz herzlichen Dank. So, aber nun zum Inhaltlichen. Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen wirklich ganz kurz mit Stichworten Alfred Hagenlocher vorstellen, den ehemaligen Gestapo-Beamten, damit Sie ungefähr wissen, von wem wir reden, über wen wir reden oder und von wem wir hören. Ich werde im Anschluss kurz die Briefe ein bisschen charakterisieren, denn Kernstück dieser heutigen Veranstaltung ist ja die Lesung aus Briefen von Alfred Hagenlocher. Um sie einordnen zu können, ist es nicht unwichtig zu verstehen, in welchem Zeitraum und unter welchen Umständen sie geschrieben wurden und natürlich auch an wen sie gerichtet wurden. Dazu im Anschluss dann noch einige Worte, bevor ich dann an Herrn Sittler übergebe. Wir haben aus den Briefen drei so Themenkomplexe gebildet. Einmal geht es um Kunst, Kunstverständnis, eigenes Schaffen. Dann, ich glaube, ich hatte es so Zeitgenössisches genannt, Reflexionen oder Meinungen sozusagen zu kulturellen, politischen, zeitgenössischen Geschehen, zweites Thema. Und das werde ich auch noch gleich kurz erläutern, um sozusagen Reflexionen über eigene politische Vergangenheit und wie geht es weiter. Wir hatten das ein bisschen hochtrabend Schuld und Sühne genannt. Wir werden sehen, ob dieser Titel gerechtfertigt ist. Aber da geht es um die bevorstehende Verhandlung von Alfred Hagenlocher.
Und nach jedem dieser drei Themen werden wir Frau Hagenlocher-Riewe bitten, ihre persönliche Einschätzung dazu zu geben, Ergänzungen zu geben und so weiter. Also jetzt erstmal zu Alfred Hagenlocher selbst. Ich muss wahrscheinlich immer so, ich glaube, ich habe die Daten so halbwegs im Kopf, aber ich habe die Folie jetzt, wenn ich sie ansehe, nicht so direkt vor Augen. Sie sehen das auf der Tabelle so ein bisschen aufgelistet. Das sind so keineswegs alle erwähnenswerte Stationen, aber doch so ganz wesentliche. Ich werde darauf verzichten, sie nacheinander vorzulesen, sondern nur sozusagen so ein bisschen zusammenfassen. 1914 geboren, das heißt, er war im Jahr 1933 mit dem Beginn der NS-Diktatur für seine Biografie natürlich prägend, ein sehr junger Mann, auch noch keine 20 Jahre alt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt eine gute Schulausbildung, wenn auch kein Abitur, aber eine ordentliche Schulausbildung, allerdings keinen Berufsabschluss und keine Berufsausbildung zu diesem Zeitpunkt. Er hat dann nach 1933 sich ganz dem Dienst dieses Staates verschrieben oder im Spezielleren den Dienst der SS und der Gestapo. Er dient zunächst in Einheiten der SS, zum Beispiel die, wie heißt sie genau, Leibstandarte Deutschland oder wie? Ja, das ist im Grunde der Vorläufer der Waffen-SS. Und 1935 beginnt dann seine Karriere in der Geheimstaatspolizei, Gestapo, nicht gleich hier in Stuttgart, er hat Stationen in Koblenz und München, aber er kommt dann 1942 hier nach Stuttgart als Kriminalkommissar. Das ist für die junge Jahre und als beruflicher Quereinsteiger, möchte ich mal sagen, da hat er schon ordentlich Karriere gemacht zu diesem Zeitpunkt. Also diese 12 Jahre verlaufen ganz im Dienst dieses Regimes an ganz wesentlichen Fronten. Ganz wichtig auch für seine Biografie sind die sogenannten Einsätze im Ausland, auswärtiger Einsatz. Dazu muss man sagen, dass die Gestapo in die besetzten Gebiete einen guten Teil ihres Personals abstellte, damit sie dort eben Aufgaben der Gestapo übernahm. Im Speziellen diese Einsatzgruppen waren vor allen Dingen hinter der Wehrmacht in besetzten Gebieten tätig und hatten, das kann man glaube ich wenigstens für die osteuropäisch besetzten Gebiete sagen, letztlich eigentlich keine andere Aufgabe, als die völkische Politik der Nationalsozialisten umzusetzen, was in diesem Gebiet hieß Völkermord. Ganz, ganz wesentlich. Die Einsatzgruppen haben ungefähr 2 Millionen Menschen in Osteuropa ermordet, erschossen. Also ein Drittel etwa gehen auf das Konto dieser Einsatzgruppen und auch Alfred Hagenlocher war 1943 Teil einer solchen Einsatzgruppe. Wir wissen nicht ganz genau, welche Aufgaben er da wahrnahm, aber nochmal, im Grunde hatten diese Einheiten keine anderen Aufgaben als Repression, Unterdrückung und letztlich dann Gipfeln in den Völkermord. Mit Kriegsende oder beziehungsweise mit dem Herannahen der alliierten Armeen hier in Württemberg, das waren die Franzosen und Amerikaner, macht sich ein Großteil des Gestapo-Personals hier aus Stuttgart davon Richtung Südosten und sie bilden eine Untergrundorganisation, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, aber Ziel war es, dass die Mitglieder der Gestapo sich mit falschen Papieren, Bargeld und so weiter so lange im Untergrund halten, so lange Kontakt untereinander halten, bis sie hoffen, sozusagen politisch wieder aktiv werden zu können. Alfred Hagenlocher war Teil dieser Untergrundorganisation. 1946 wird er allerdings von der amerikanischen Militärregierung verhaftet, die mit einem Überläufer, der es mit einem Überläufer gelungen war, diese Untergrundorganisation zu unterwandern. Und er kommt in Internierung. Ganz kurz dazu, das hatten die Alliierten schon während des Krieges bestimmt, dass bestimmte Funktionseliten des NS-Staates nach dem Sieg sozusagen interniert werden, aus Sicherheitsgründen, um sie sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen. Das Personal der Gestapo gehörte dazu und Alfred Hagenlocher wurde interniert. 1948, da muss ich noch kurz was zu sagen. Nee, ich gehe jetzt einfach mal kurz die Listen durch, sage ich dann, wenn ich auf die Briefe eingehe. 1948 wird er aus dieser Internierung entlassen und mit 1950, die Daten sehen Sie da so grob aufgelistet, beginnt im Grunde seine Karriere im regionalen Kulturbetrieb, hier würde ich es jetzt mal nennen. Ganz wichtige Stationen sind Reutling, Albstadt und zum Schluss dann Meßstetten, wo er weniger selbst als Kunstschaffender, das durchaus auch, aber doch viel mehr das, ich glaube im Titel haben wir es Kulturmanager genannt, also als Kurator,
als Sammler eben gerade an diesen drei Orten ganz, ganz maßgeblich wirkt. Nicht seine einzige Auszeichnung, aber sicherlich die prominenteste ist die von 1994, also zu seinem 80. Geburtstag dann, die Staufer-Medaille des Landes Baden-Württemberg, beziehungsweise es ist eine persönliche, so steht es in den Statuten, eine persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten für ehrenamtliches Engagement in Kunst und Kultur. So. Das ist jetzt erstmal ganz kurz stichwortartig die Biografie. Jetzt möchte ich Ihnen die Briefe vorstellen. In der Internierung, die, wie gesagt, von Januar 1946 bis Herbst 1948 dauerte, ich glaube, ich muss besser hier reinsprechen, hat er, durchgezählt haben wir es nicht, aber in der Summe, glaube ich, Brief und Antwort wird fast vierstellig sein, in der puren Anzahl, hat er sehr, sehr zahlreich korrespondiert, und zwar mit Elvira Schneider. Damals schon verheiratet, geborene Jakob. Kurz zur familiären Konstellation, er war verheiratet zu dem Zeitpunkt, hatte drei Kinder, hat sich von dieser Familie bei Kriegsende so ganz genau, vielleicht können Sie da nachher noch genaueres, wollen Sie jetzt gleich? Von der Familie getrennt und ist eine Beziehung zu Elvira Schneider eingegangen, mit der er eben aus der Internierung heraus korrespondiert in dieser Zeit. Sehr intensiv, fast jeden Tag, mal ein paar Tage Pause, aber letztlich hat das so eine Art Tagebuchcharakter. Sie sehen links ein Foto von diesen Briefen. Sie sehen in der Mitte ein von mir gemachtes Handyfoto. Der Stapel Papier sind die Transkripte, die Frau Hagenlocher-Riewe von einem Teil dieser Briefe angefertigt hat. Das sind also nicht alle und es sind auch nur Transkripte von Briefen von Alfred Hagenlocher eben an seine Partnerin. Das heißt, der Gegenpart kommt nochmal dazu. Ich habe dieses Foto gemacht, um Ihnen deutlich zu machen, über welche Quantität wir zunächst mal erstmal sprechen und auch nochmal deutlich zu machen, was Frau Hagenlocher-Riewe in den letzten Jahren gearbeitet und geleistet hat, diese Transkripte anzufertigen. Das heißt, aus diesem Stapel werden wir heute Abend von Herrn Walter Sittler vorgelesene Briefe hören. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben drei Themenbereiche daraus gebildet. Für den letzten Bereich noch eine kurze letzte Erläuterung. Nicht nur das Gestapo-Personal, alle eigentlich, aber bleiben wir mal bei diesen, erwarteten in der Internierung sogenannte Spruchkammerverfahren, also Entnazifizierungsverfahren, das sozusagen Entnazifizierungsverfahren der Alliierten. Das waren keine Strafgerichte, sondern Laiengerichte, die letztlich die Aufgabe hatten, das Verhalten eines Menschen während der NS-Diktatur zu bewerten. Also war er Nutznießer, ist er sehr früh eingetreten, hat Karriere gemacht, ist er so in der Mitte geblieben, hat er sogar versucht, sich vielleicht diesem Regime zu entziehen. Da gab es bestimmte Kategorien, in die dann die Menschen eingeordnet wurden. Und diese bevorstehende Verhandlung, sie findet dann 1948 statt, für Alfred Hagenlocher ist im letzten Themenbereich, kommt es zur Sprache. Aber für Sie zur Einleitung sozusagen, wovon er da eigentlich spricht. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass ein ehemaliger Gestapo-Beamter sozusagen mit einer hohen Belastung in diese Spruchkammern zunächst mal ging. Also nicht nur Mitarbeiter der Gestapo, sondern dann auch Mitglied der NSDAP, Mitglied der SS und weitere. Zum Ergebnis, Alfred Hagenlocher ist 1948 zunächst als Hauptschuldiger eingestuft worden. Das war sozusagen die härteste Kategorie. Er hat auch 8 Jahre Arbeitslager noch bekommen, die er allerdings nicht verbüßen musste. Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Das ist für seine weitere Karriere ganz, ganz wesentlich. Er hat Revision eingelegt gegen diesen Spruch, wie es heißt, Spruchkammer. Und 1951 kam es zu einer zweiten Verhandlung, in der erste Spruch dann aufgehoben wurde und das Verfahren eingestellt wurde. Sozusagen, das war sozusagen seine Entlassung, gleichsam mit weißer Weste eben sozusagen aus dieser Zeit heraus und auch dann der zeitliche Startschuss natürlich für seine weitere Karriere. Das nur zur Einordnung. So, ich glaube, ich habe auf jeden Fall genug, vielleicht zu viel schon gesagt. Ich würde gern jetzt an Sie übergeben, Herr Sittler, vielleicht warten wir noch kurz, bis Frau Hagenlocher-Riewe vorne Platz genommen hat und
Ich setze mich dazu und wie gesagt, nach dem ersten Themenkomplex wird sie Gelegenheit haben, das zu kommentieren. Ich gehe mal. Guten Abend. Es geht los mit einem Brief vom 23. Januar 1947. Du mein Eflein, ich stellte fest, dass hier eine Kunstwerkstätte besteht. Die Kunst besteht in der Gestaltung von Spielzeug und wenig guten kunstgewerblichen Gegenständen bzw. Dingen, die mit Kunst herzlich wenig zu tun haben. Aber vielleicht finde ich doch noch jemand, der mit mehr Inhalt schafft. Die Leute arbeiten aus üblichen materiellen Gründen und ich wurde deshalb zunächst sehr ablehnend behandelt. Daraufhin holte ich die halbfertige Plastik und diese bewirkte geradezu Wunder. Im Nu war ich Hahn im Korb und entsprechend geachtet. Der Leiter der Werkstätte erklärte mir, endlich mal einer, der was kann. So bedeutend ist's ja nun gar nicht mit mir, aber meine Auffassung über das künstlerische Schaffen hat sehr gewirkt bei den Herren. Jedenfalls, ich soll nun so schnell wie möglich anfangen. Dein Hug. 29. Januar 1947. Mein geliebtes Eflein. Ja, es gibt weder diesseits noch jenseits, nur Einheit. Und nur aus Einheit kommt das Leben. Sie allein zeugt und macht uns Menschen zu Gebärenden, zum Leben Gottes selbst. Unfassbar ist es und doch stehen wir mittendrin. Es beginnt die Zeit, in der ich mir dieser Eigenschaft klar bewusst bin und bei tiefster Verantwortung am Ende der Auftrag und damit das Gesetz, in dem wir stehen, erfüllt sein wird. Bei allem Dramatischen, das es in sich trägt für mich, wird mir das Entscheidende des Weiblichen immer offener. Dieses letzte Geheimnis des Wirkens aufs tiefsten unnennbaren Quellen der Reinheit ist der Schlüssel zum Ewigen. Und die Frau erfüllt damit das Eigentliche, wenn auch oft unbewusst, und das muss wohl auch so sein. Letzte Hingabe und Liebe als Opfer der Frau ist nur rein, wenn es letztes Geheimnis bleibt. Ihr Verstand soll ihr wohl nur helfen, das Reine zu hüten. Nichts fällt so tief wie das Weibliche, das in seiner Seele sich nicht erfüllt. Du, ich bin ja so beschäftigt. Heute Morgen gearbeitet, dann Besprechungen mit zwei Holzschnitzern, die zu mir kamen und von mir was lernen wollen. Hab gar nicht gewusst, dass es hier noch solche Leute gibt. Beide machen sehr gute Volkskunst. Sie wollen von mir Unterricht über die Gestaltung ihrer Ideen, auch Anatomie und so weiter. Es ist mir eine tiefe innere Freude, diese Leute auf den Weg zu wirklich ganzheitlicher Kunst und gerade gute, einfache Volkskunst kann dies im hohen Maße sein, zu helfen. Wie ein köstliches Geschenk ist es für mich, auch auf diese Weise aus uns wirken zu dürfen. Darum habe ich verhandelt über technische Dinge, Oberflächenbearbeitung des Holzes, Biegen, Wachsen und was da alles noch ist. Jetzt schreibe ich, dann schaffe ich wieder. Dein Hug. 10. Februar 1947, abends. Mein Seelchen, sitzt du jetzt vor der Plastik und erlebst alles um uns? Dann wird es zu dieser Stunde kein Fragen um uns geben. Und nichts von dem Schweren dieses Erdenlebens wird dir das Tiefste beeinträchtigen können. Unser Weg wird mit glückhaftem Wissen um die Zukunft, einfach um alles, vor dir liegen. Ich selbst kann es oft nicht fassen, dass ich dieses Bildwerk geschaffen habe. Ich bin so klein daneben. Du weißt, dass mir diese Dinge zu heilig sind, als dass ich mir als etwas Besonderes vorkommen könnte und wollte. Und als die letzten Tage immer mehr Menschen kamen, um das Bildwerk zu sehen, hätte ich mich am liebsten in den fernsten Winkel verkrochen. Was wissen Sie denn, was dazu notwendig war? Doch darüber freute ich mich, dass ich so manches Wort hörte von solchen, die etwas sagen dürfen, wie Hingabe, Sammlung, bewahrte Innerlichkeit dieser Zeit und so weiter. Mancher dankte mir, ich hätte sie tief beschenkt.
Dankbar bin ich einem Menschen, der das letzte Entstehen neben mir am Arbeitsplatz sitzend miterlebte, der das ganze Schwere, das in den vergangenen Tagen auf mir lastete, spürte, ohne ein Wort von allem zu wissen und wusste, dass ich am Zerbrechen war. Ihm wurde nach langer Nacht durch dieses kleine Werk wieder Glauben, wieder Gewissheit um das Reine. Es ist der Mann, der einst große Werke schuf, die Filme Postmeister, Immensee, Opfergang und ähnlich sind sein Werk. Ja, Eflein, ich will es nun heute aussprechen. Ich war am Zerbrechen. Ich habe Stunden und Nächte erlebt, die zu beschreiben nicht möglich sind. Ich kann nicht schildern, was mich in den letzten Tagen der Vollendung dieser Plastik im Gestalten des letzten Ausdrucks fast erdrückte. Es war manchmal wie letzte tödliche Vereinsamung. Und dazu kam nun zur selben Zeit all dies andere. Kannst du nun ahnen, wie alles für mich war? Ich lebe zu tief und reif in den letzten Dingen um die Kunst, um nicht zu wissen, dass ich mit diesem Werk, so unscheinbar es vielen sein mag, die Grenze nach oben überschritten habe. Auch der Professor würde, könnte er es jetzt sehen, kein Wort mehr dazu sagen und mir nur still und mit wissenden Augen die Hand drücken. Ich weiß aber auch, dass meine Verantwortung nun noch viel, viel größer wurde. Dein Huck. 12. Februar 1947. Geliebtes Eflein, gestern Abend gab ich noch 2 Stunden Unterricht bis um 10. Zunächst habe ich einmal über die Gründe und das Erleben und über die Verantwortung von Kunst gesprochen und daraus die Folgerungen gezogen, dass sich für das Sehen und Beurteilen können, was Kunst ist und was nicht, ergeben und welche Notwendigkeiten für den Gestaltenden selbst daraus kommen. Dazu kam Grundsätzliches der Malerei und der Plastik und zum Schluss die Forderung nach dem Ganzen. Die anschließende Unterhaltung, die noch über 1 Stunde dauerte, zeigte mir, dass ich verstanden wurde. Und ich bin damit zufrieden, dass man mir sagte, so haben wir noch nie über Kunst sprechen hören. Jetzt vermögen wir richtig zu sehen. Das nächste Mal wird es nun ernst. Da geht's ans Lernen für die Herren Holzschnitzer. Mit Knochenbau und Muskeln, Bewegungen und was noch alles dazu gehört. Ich lag dann noch lange wach. Was da in mir lebte, weißt du ja. Es war alles so tief und gut. Heute habe ich Entwürfe gezeichnet. Es ist so vieles in mir, neue Formen für Plastiken, auch für einfachere Dinge wie Schnitzereien für Holzschalen und Ähnliches. Dein Huck. 30. Juli 1947. Dule, gestern habe ich mich den ganzen Tag mit den Plastikwiedergaben in den Kunstheften beschäftigt. Es ist sehr lehrreich und ich vermag, aus dem innersten Empfinden heraus zu urteilen, was da wert und unwert ist, wo Können einen Inhalt vortäuschen will. Und sehr wertvoll ist mir das Studium der äußeren Form, der Verhältnisse und Bewegungen. Weißt du, so sehr ich die Möglichkeit des Naturstudiums misse, das Entscheidende für alles Schaffen meines Lebens war dieses innere Müssen ohne jegliche Hilfe in dieser Zeit. Dieser Anfang, der innen und außen ganz und gar aus mir selbst bedingte. So verfüge ich über ausschließlich Eigenes, über eine Reife im Künstlerischen, zu der andere erst nach langen Jahren, die sie zur Überwindung des bei Meistern und Akademien angelernten äußerlichen formellen Brauchen gelangen können. Denn eine eigene Entwicklung, organisch wachsend, braucht unendlich viel mehr wie das Übernehmen von durch andere erreichten Fähigkeiten. Es ist wie das Ergebnis eines Vergleiches zwischen einer künstlichen und einer lebenden Blume. Freilich, es ist viel, viel schwerer und ich weiß, dass ich aus mir allein, ohne dich, ohne das Zeugende unseres Einsseins, schon gar keinen Beginn zu solchem Wege hätte finden können. Ebenso wenig, wie ich ihn jemals ohne dich weitergehen könnte. Dein Huck. 2. August 1947. Mein Eflein. Dule, ich bin so froh, dass ich dieses Frauenantlitz nochmal gemalt habe. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es recht etwas Bleibendes, vielleicht das erste meines Schaffens sein könnte.
Anlass zu dieser Arbeit war mir ein Zeitungsartikel, in dem wieder mal hässliche Schmiererei damit als Kunst erklärt wurde, dass dies der ganze Ernst und die ungeschminkte Not und Wahrheit der Zeit wäre. Dies beschäftigt mich viel und ich behaupte dagegen, dass Schmerz und Ernst und tiefste Tragik der Menschen unserer Zeit mit Hässlichkeit bei einer künstlerischen Darstellung gerade nichts zu tun hat, sondern dass sich in edler Form und Schönheit das Schwerste unendlich viel tiefer und erschütternder und wahrer darstellt als in solchen Machwerken. Es ist richtig, dass sich die Zeit in der Kunst darstellen soll. Es ist aber keine Kunst, die Hässlichkeit und das Laster als Äußeres zu zeigen. Dies zeigt die Natur auf Schritt und Tritt. Sondern es ist die Aufgabe des Künstlers, die tiefste Seelennot des Menschen darzustellen, die aus solchem furchtbaren Dunkel in ihm lastet. Und zwar des Menschen, der in Gott lebt. Solche Kunst ist dann Wirken, indem sie zu Hoffnung und Glauben an das Reine und Gute führt, indem sie rein macht. Dein Huck. Und noch ein Brief. 4. August 1947. Die ersten Stunden, du mein Evelein, sind mir gestern Nachmittag halt doch recht schwer geworden, nachdem du nicht kamst. Ja, so ist es eben, wenn man so voll Sehnen, so voll Liebe ist. Dann habe ich Papier und Rötelkreide genommen und es entstand ein Frauenantlitz, von dem ich das Gefühl habe, dass es mir gelang, dem Herrgott mal ein bisschen von seinem Frauengeheimnis abzugucken. Je länger und öfter ich dieses Antlitz nun anschaue, desto inhaltsvoller wird es ja. Und so ist's. Das große Geheimnis lebt darin. Aber ich will nicht allzu große Worte darüber machen. Es könnte wohl etwas Bedeutendes sein, mehr wie irgendeine Anfangsarbeit, an denen man sich nicht unnötig aufhalten soll. Wesentlich ist, dass ich in den derzeitigen Arbeiten ein schönes Stück Fortschritt, und zwar zu dem Ziel Kunst hin, feststellen darf. Dass dies möglich ist, braucht uns beide ja nicht zu wundern, gell, Dule? Und es sind echte Originale, unbeeinflusst von irgendeiner Form oder Technik anderer oder früherer Meister. Dabei bin ich überzeugt, dass einer der übergescheiten Herren Kritiker von dieser gestrigen Arbeit erklären würde, man spüre die Befruchtung durch den oder jenen Meister. Wahrscheinlich durch einen, den ich gar nicht kenne. Dein Huck. Dankeschön. Ja, es überrascht mich nicht und trotzdem ist es okay. Es überrascht mich nicht und trotzdem ist es immer wieder macht mich sprachlos mit welcher Überzeugung von sich selbst mein Vater seine Anfänge in der Kunst beschreibt. Er fing ja eigentlich erst an, als er in der Internierung war. Diese Briefe, die eben vorgelesen wurden, stammen vom Hohen Asperg. Er hatte davor in Darmstadt 1946 jemanden kennengelernt, diesen Professor, der hier im Brief vorkam. Es war ebenfalls ein internierter Mensch, Künstler und Kunsterzieher, mit dem er Gespräche über Kunst führte. Daraus stammen dann eben auch seine Ausführungen in Asperg, dann, was er diesen Herrn Holzschneider da vorträgt, was Kunst ist und was nicht Kunst ist, obwohl er selbst gerade erst sich zwar sehr fleißig, aber einiges angelesen hatte und sich vorgenommen hatte, eben sich da neu zu erfinden in der Kunst und dies voranzutreiben. Auf Asperg war das dann eben mit dieser Kunstwerkstatt, die da im Internierungslager war, wo er dann gleich entsprechend auftrat und
gewiss war, dass ihm eine besondere Behandlung zuteil werden müsse, da er ja etwas zu bieten habe und er überzeugt, so wie er schreibt, gleich alle von seiner Genialität und erklärt ihnen, worum es eigentlich geht. Und parallel dazu eben seine Einschätzung seiner eigenen ersten Werke, wo er seine Grandiosität gegenüber der Eve artikuliert und sie aber auch immer gleichzeitig mit einbezieht und ihr in dieser Form eben auch Verantwortung dafür überträgt, dass diese Kunst, die er macht, eben nur möglich ist durch sie und durch die Einheit mit ihr und eben ihr deutlich macht, dass wenn sie nicht hinter ihm steht und das mitträgt, dass er dann verloren wäre und sie eben in seiner Verantwortung stünde. In den Antwortbriefen kommt es dann eben immer deutlich zum Ausdruck, dass sie natürlich erst einmal zurückhaltender reagiert und er fordert dann eben ein und erklärt ihr, was sie darunter zu verstehen hat und wie großartig seine Werke sind und lässt sich dann eben in sehr vielen Briefen darüber aus, wie er arbeitet, was er arbeitet und wie sehr er eben anerkannt wird in dieser Gesellschaft da auf dem Hohen Asberg. Er schafft es auch, dass er da schließlich einen eigenen Arbeitsraum zur Verfügung gestellt bekommt, entsprechende Werkzeuge, Materialien bekommt, um eben damit mit diesen Holzschneidern zu werken und sie anzuleiten. Und er schreibt, dass sie das nur aus materiellen Gründen, wie er sagt, täten, was für ihn natürlich nicht in Frage kommt. Und er macht auch deutlich in seinen Briefen, dass er eben, dass das klar ist, dass er sich dann eben durch entsprechende Gefälligkeiten an diese Mitgefangenen von dieser Arbeit freikaufen kann und ausschließlich für sich selbst tätig wird. Er ist außerordentlich fleißig, er arbeitet tatsächlich, so wie es aussieht, sehr intensiv, liest unendlich viel über Kunst und hat auch die Möglichkeit, innerhalb des Lagers an jegliche Literatur zu gelangen. Und eben auch die Eve ist unglaublich damit beschäftigt, alle möglichen Dinge für ihn heranzuschaffen, zu besorgen, was in der damaligen Zeit natürlich unheimlich schwer war. Material, Farben, Leinwand, Literatur, bestimmte Literatur und so weiter zu bekommen. Er erwartet einfach, dass auch diejenigen, die das Lager führen, ihm seinen Respekt zollen. Er geriert sich als Autorität, ohne bereits eine größere Expertise zu haben und offensichtlich, zumindest beschreibt er es so, wird er da voll anerkannt. Vielen Dank. Eine Frage, was jetzt unserem Publikum vielleicht aufgefallen ist, was auch noch vorkommt, aber wenn man so viele Briefe gelesen hat wie Sie, der Begriff Gott, Göttliches. Es gibt, glaube ich, keine Seite, wo sie nicht auftaucht. Ja. Könnten Sie irgendwie eine kurze Einschätzung geben, sozusagen, welche Rolle spielt das für ihn oder letztlich, was meint er damit? Ja, also er legitimiert sein Schaffen in der Kunst mit einem göttlichen Auftrag. Den hat er von einer höheren Macht bekommen. Und er beschreibt, er steht da in der Pflicht, dies zu tun. Das ist ihm vorgegeben. Er steht da im Wort und ihm zugeordnet ist eben Eve und eben auch alle anderen, seine Ehefrau und seine Kinder,
Er selbst muss eben ein sehr großes Opfer bringen für das Große, für das Heilige, für das Ewige, für das Schöpferische. Und die Seelen, die mit ihm ziehen, sind dem genauso unterworfen. Sie sind zwar noch nicht reif, was zum Beispiel was meine Mutter betrifft, aber sie müssen jeden Tag dankbar dafür sein, dieses Opfer bringen zu dürfen, so wie er auch jeden Tag Gott dankt und betet. Und Eve muss eben auch beten für dieses große Geschenk der Trennung. Also er versucht auf diese Art und Weise sein Tun zu legitimieren und schwadroniert in einer religiösen Überhöhung dessen, was er tut und vor allen Dingen, was er seinen Mitmenschen, also in seinem näheren Bereich, da abverlangt und fordert. Also er fordert das ganz deutlich. Er macht auch der Eve immer wieder deutlich, dass sie ebenso in der Pflicht Gottes steht, dass sie nur dazu geboren ist, Teil von ihm und seinem Werk zu sein. Und wenn sie sich dem entzieht, ist es ihr Untergang, dann ist es unser Tod. Okay. Vielen Dank. Dann würden wir gern die Briefe zum zweiten Thema von Ihnen hören. Sonntagmorgen. Sonntagmorgen, 11. Januar 1948. Du mein Lieb, Umwelt und Störendes wird bei mir immer schlimmer. Die neueste Errungenschaft des Zimmers ist seit einigen Tagen ein schöner Radioapparat, der vom frühesten Morgen bis in die späte Nacht eingeschaltet ist und in einer Lautstärke, die allein schon für mein für den Wald und inneres Hören geschaffenes Gehör auf die Dauer zum Verrücktwerden ist. Ganz abgesehen von dem Inhalt dessen, diesen Errungenschaften dieser geistig so hochstehenden Menschheit. Man bringt jetzt Jazz und eine Minute später Bach. Jetzt eine christliche Predigt und eine Minute nachher abstrakte moderne Dichtung. Oder man vergleicht Goethe mit unserem ihm so verwandten demokratischen Zeitgeist. Und das ist ja gerade der hohe Stand von Bildung und vielseitigem Geist, dass man alles nacheinander und durcheinander in sich aufzunehmen vermag. Der Rundfunk ist eines der Mittel, die in erster Linie an der Seelen- und Geistesverflachung der Menschen schuld sind. Jedes tiefe Eigenerleben macht er unmöglich. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag Musik höre, die mir gefällt und schön ist und das auch noch nebenbei neben anderen alltäglichen tun, dann ist dies kein Erleben mehr. Und wenn ich mir ganz überzeugt sage, dass das doch so sei, so liegt gerade darin der Beweis, wie oberflächlich die gesamte innere Aufnahmefähigkeit in Wahrheit ist. Kunst als Unterhaltung zu genießen ist eine Sünde. Oder sage mir jemand, dass täglich angehörte, von anderen dargereichte und gedachte Probleme des Geistigen, der Lebensgebiete oder der Politik nicht jegliches eigene tiefgeistige Selbst durchdenken und zu einem inneren Schluss zu kommen, in einer Frage von Leben und Zeit unmöglich macht. Der Mensch wird dadurch zu bequem und zu oberflächlich, er selbst zu sein. Und das Furchtbare daran ist, dass er gar nicht weiß, wie uneinig, wie entpersönlichst er schon ist, durch seine hochgeistige Errungenschaft, das Radio. Samstag, 9. August 1948. Meine Evelyn, es ist eigenartig, dass, wenn ich mal so weit bin, richtig schaffen zu können, jedes Mal Schweres kommt bei uns. Ich komme damit zum anderen Teil deines Briefes. Da habe ich nun gearbeitet in den letzten Tagen und war so glücklich zu spüren, dass wir wieder ein Stück weitergekommen sind. Was gestern im Entstehen war, hat dein Brief über den Haufen geworfen. Ich werde zu tun haben, erstmal mit dir wieder ins Reine zu kommen, und dieser innerste Drang zum Gestalten, dieses Müssen der Seele, ist wie ausgelöscht. Wie bitter dies für mich ist, wirst du verstehen, wenn du diese Rötelbilder siehst. Es ist ein innerer Strom unterbrochen. Und nun, komm mal her zu mir, komm ganz nah, Dule, und gib mir deine Hände, dass ich dir sagen kann, was da so drückt. Du warst in unserem Wald, in unserer Welt gewesen. Wie tief dieses Erleben für dich war, schriebst du mir in solchen Worten, dass es auch mir wahrhaft zum Erleben wurde. Dann gingst du zurück nach R.
und bringst es fertig, in diesen Film zu gehen. Dieser Film ist Die Mörder sind unter uns, 46 von Wolfgang Staudte. Und du bringst es fertig, in diesen Film zu gehen, in diese Welt der Oberfläche und der Lüge. Und diese Welt vermag dich wieder so zu täuschen, dass du von den Spielern sagst, Menschen, die Leid formte. Und es gibt noch eine Seele deutschen Wesens, sie kann bei aller Oberfläche, aller Wirrnis nicht verschüttet werden. Wie unendlich wohl das tut. Du hattest sogar gewartet auf diesen Film, seit du davon gelesen hast. Auch ich habe davon gelesen. Die Charakterisierung der Neubrander muss sein. Aber dass dies in einem Film geschieht, den du für ganz tiefe Kunst hältst, ist mir mal wieder völlig unfasslich. Sind das Künstler, die sich zu diesem Thema zur Verfügung stellen? Spürst du denn nicht, worum es geht, künstlerisch sowie in der Darstellung von Tatsachen? Eines Quäntchens nämlich, das man in übelster Tendenz zur Vernichtung reinsten wahren deutschen Wesens nimmt, das in der Mehrzahl deutscher Seelen als reines Wollen brannte? Und künstlerisch, im Inhalt ist es so schwer zu spüren, dass diese Kunst der Gegenwart auf jedem Gebiet im Gleichen gründet, ob du Malerei, Plastik, Musik oder Film nimmst oder, logischerweise zum Begriff Inhalt, das Theater. Schau, wenn du ein solches Kunstwerk wie das Beiliegende siehst, da spürst du sofort, was los ist. Bei diesem Film aber, der inhaltlich gar nicht anders sein kann und immer wieder mal bei Menschen, spürst du es nicht. Äußere Form und äußerer Ausdruck vermag dich zu täuschen über den wahren Inhalt. Das ist gefährlich, gerade bei Menschen und bei Film und Theater, bei denen unter dem Vorwand Kunst und Wahrheit gewisse Absichten leichter zu erreichen und Unkunst besser zu verdecken ist. Dude, wieder einmal muss ich dich bitten, du sollst, was in uns ist, uns selbst und dich hüten. Warum bist du denn nicht weggeblieben? Wie konnte dich dieser Film so interessieren? Wären wir, wenn wir beieinander wären, in diesen Film gegangen? Du weißt, dass das nie der Fall gewesen wäre. Warum tatest du es dann? Du bekennst dich so tief zu dem Gesehenen. Gibt es denn kein Gefühl für dich, dass in solchem Zusammenhang dein Hook in seinem Schicksal wesentlicher bliebe? Du weißt doch, was für schwerste Stunden uns dies schon umeinander brachte. Dass ich dich in der größten Not schon mehrmals bat, in diesen Dingen dich mir anzuvertrauen, deine Glaubenssicherheit da anzuwenden. Verstehe doch endlich, wie schwerwiegend diese Dinge in unserem Einssein für mich als Mann sind, der als solcher tiefer in dem Begriff Deutschland steht und lebt, als du es als Frau ahnen kannst. Ich bin bei dir. Dein Hook. Ja, also es ist schon manchmal schaurig, das zu lesen. Der Brief, wo es um das Radio geht, ist ausgelöst worden davon, dass Eve ihm immer wieder mal schreibt, sie hat eine Feierstunde im Radio gehört oder sie hat ein Konzert gehört oder eine Operette gehört. Walzermusik gehört, es würde sie erleichtern, sie hätte, die Musik hätte ihr Leid gelindert und sie freier und froher gemacht. Er verlangt von Eve, dass sie immer, jede Stunde am Tag und in der Nacht geistig nur bei ihm ist. Wenn sie schreibt, sie hat einen Vortrag oder eine Information, irgendwas aus dem Radio gehört, spielen Dinge wie die Information, die sie daraus zieht, die im Widerspruch zu dem steht, was er sagt, was für ihn dann eben sehr gefährlich klingt. Also er bekommt Angst, dass Eve dem Einfluss dieses Schunds und so weiter erliegen würde. Aber es ist nicht nur, was die Qualität dieser Radiosendungen angeht, sondern auch diese Ausschließlichkeit, mit der Eve für ihn leben muss. Und er beschwört sie immer wieder, dass sie nur ein Teil von ihm ist, dass sie keine Einzelindividualität ist. Er sagt immer, es gibt nicht dich und mich, es gibt nur uns.
Und in seinen Briefen schreibt er dann eben auch immer wieder, formuliert er so, wir sollen. Also er zieht immer auch seine Mission, seinen höheren Auftrag mit ein, was das legitimieren soll, dass eben diese Erwartung oder diese Pflicht von einer höheren Warte kommt, wir sollen. Ja, er flippt dann manchmal aus, so in dem Stil wie bei dem einen Brief mit dem Film, dass er sie regelrecht beschimpft, aber der Hintergrund ist tatsächlich der, dass er die Eve völlig isoliert und sie zwingt, mit niemandem mehr Kontakt zu haben, ausschließlich für ihn und für das Große da zu sein und sicherzustellen, wo keine Bekanntschaft oder Kontakte zu anderen sind, da entstehen auch keine Fragen oder keine eigene Stellungnahme oder keine eigene Meinung, sodass sie eigentlich völlig isoliert wird von dem, was außen herum geschieht, was diskutiert wird, was im Radio kommt, was in Filmen gezeigt wird. Das versucht er immer, ihr auf mehr oder weniger deutliche oder direkte Art auszureden, indem er dann einfach sagt, du bist nicht glaubensfähig, das geht nicht, du musst ausschließlich mir glauben und daran hängt mein Leben, sonst würde ich in der nächsten Minute nicht mehr da sein. Eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Trotzdem möchte ich nochmal auf eine Sache eingehen, die mir immer wieder auffällt. Letztlich, wenn man nach Aussagen sucht, muss man lange suchen. Nach Greifbaren. Sie haben es schon erwähnt, wir haben es schon gehört, es geht immer um das Reinste, das Höchste und so weiter, das ist reine Hülse. Man kann also noch so viele Briefe lesen, man wird nicht sagen können, was es ist, aber der Glaube daran wird verlangt. Und mir kam das immer in so einem höchsten Maße manipulativ vor. Ne? Jemand muss etwas tun, kann aber gar nicht wissen, was er tun soll, denn man sagt es nicht, sondern nennt es nur Höchste. Und so hat man immer selbst die Entscheidungsfreiheit, war das jetzt richtig oder falsch, was du gemacht hast. Und der andere muss immer in dieser Sorge leben, habe ich das jetzt richtig gemacht oder gesagt. So kommt mir das ganz stark vor und manchmal wird dann gestreichelt, richtig gemacht und manchmal eben nicht. Also vielleicht spitze ich es ein bisschen zu, aber das ist doch ganz stark so oft mein Eindruck gewesen. Ja, das ist es tatsächlich auch. Er ist hochmanipulativ. Eben dieses Geschwurbel um das Heilige, das Ewige, das Reine. Und er versucht das eben immer auf solche vagen Begriffe zu fixieren und er verunsichert sie dadurch auch tatsächlich. Und es führt einfach auch dazu, dass sie mit der Zeit diese Sprache auch übernimmt und dass sie einfach in einem Dilemma auch ist und von ihm gehalten wird, dass sie so ihren moralischen Kompass verliert, weil er eben alles rechtfertigt mit der höheren Macht, mit dem Ewigen, mit dem großen Gesetz. Also das ist das große Gesetz, das kommt in jedem Brief vor. Wir stehen unter dem großen Gesetz, wir haben Verantwortung dafür. Es ist das Hohe, das Ewige, das Heilige. Was eben so beim Lesen der Briefe, das als Legitimation zu nehmen für Rücksichtslosigkeit, Lüge und Desinformation oft die Parallele auch zeigt. Er hat ja schon mal für das Heilige und das Ewige und das Gesetz gearbeitet, sodass das eigentlich so eine Kompatibilität zeigt, dass diese diese Vergangenheit von ihm mit diesen Schlagworten, mit sich geopfert zu haben, Opfer gebracht zu haben, Schweres getan zu haben, auf eigenes verzichtet zu haben, eigenes Denken abgestellt zu haben, weil eben das Große dahinter steht, das Ewige, das Heilige, das Reine. Also diese Schlagworte kehren immer wieder
und manipulieren sie, oder er versucht sie da völlig zuzutexten, sage ich jetzt mal, in seinen Briefen. Er schreibt ihr auch mal, also er ellenlange Briefe, rabulistisch und schwurbelig, und er schreibt, das muss dich nicht irre machen, aber es ist tatsächlich so, dass man beim Lesen der Briefe schon irre wird, wie er ihr das vorträgt und sie wirklich zuschüttet damit, dass sie Fragen stellt hinsichtlich Mitleid oder ist das nicht Lüge oder sonst irgendwas, und er einfach sagt, es geht um das Große, das spielt, das ist keine Lüge, das hat damit überhaupt nichts zu tun, du verstehst gar nichts. So. Ja. Das sind, Sie haben einiges angesprochen, was jetzt vielleicht auch nochmal beim dritten und letzten Themenkomplex auch nochmal zur Sprache kommt, und dann können wir weiter darüber sprechen. 1. Mai 1947. Mein Evelein, nun komme ich noch einmal auf dies zurück, was in der letzten Woche so schwer war. Evelein, ich glaube, dass dir inzwischen die Folgerungen daraus für unser Einssein, diese ganze Notwendigkeit der Glaubensfähigkeit für dich klar wurde. Nicht nur verstandesmäßig, sondern als ein Erleben, das nun ein ganzes Sein werden und bleiben kann für dich. Und da ich dies nun als geschehen annehme, will ich jetzt noch einige Worte zu dem Früher und Heute, zu Schuld und Sühne oder nenne es Gerechtigkeit sagen. Wir hatten im Zusammenhang mit einer großen geistigen Entwicklung der ganzen Menschheit den Ersten Weltkrieg und den Zusammenbruch. Es folgte der Zweite mit noch größerem Dunkel. Und wenn nun schon die ganze Welt und vor allem wir Deutsche nach Ursache und Wirkung und den verantwortlichen Fragen für das Geschehene der Vergangenheit und ihrer Folgen, dann wollen und dürfen auch wir uns dem nicht entziehen. Insofern ist es vollkommen richtig, wenn du dir, auch als Frau und tief veranlagter Mensch, ein Bild der Wahrheit zu machen suchst und hieraus die Konsequenz für ein wahres Leben ziehst, soweit das Eigentliche für dich, nämlich die Erfüllung deines Frauentums unter möglichen irrigen Wahrheiten, nicht leidet, muss doch dies für dich als Frau immer das Erste bleiben. Für uns ist das sehr wesentlich, denn mit unserem Weg für das Hohe und Göttliche und mit dem, was wir wirken und schaffen, haben wir gleichzeitig mehr Verantwortung für das große geistige Geschehen mit übernommen, als uns unter unseren jetzigen Verhältnissen oft bewusst wird. Und damit drücke ich nun auch schon aus, wer immer die Verantwortung trägt und trug in unserem Volke, die geistigen Menschen. Und das ist in erster Linie der Dichter und Schriftsteller, aber auch der bildende Künstler und der Pfarrer ebenso, denn ihr Wirken in der Seele ist ihr Auftrag. Doch wo waren in den letzten 40 Jahren die hohen deutschen Geister? Sie dünkten sich erhaben über die Not wie über das Suchen ihres Volkes. Ihre Verantwortung hätte ihnen keine andere Möglichkeiten lassen dürfen, als mittendrin zu stehen. Sie aber stellten sich außerhalb und gaben so dem Dunkeln die Möglichkeit, die Überhand zu gewinnen. Die ganz wenigen, die aber in ganzer Reinheit sich mitten hineinstellten, konnten so nicht mehr zur Wirkung kommen. Es wäre die Aufgabe eines Hermann Hesse, eines Rilke, eines Mann und eines Gerhard Hauptmann gewesen, das deutsche Schicksal zu formen, sich mit uns mitten hineinzustellen, zu formen und zu gestalten und zu tun, was sie aus der Ferne predigten. Sie schämen sich heute, Deutsche zu sein, aber da sie die Verantwortung trugen vor Gott, und kein Mensch, so wie Sie, sind auch Sie schuldig. Das ist die ganze Wahrheit in diesen Dingen. Doch wie selten ist diese Erkenntnis. Die deutsche Tragik, hohe Geister träumen gebannt von Ewigkeiten im reinen Raum und überlassen die Taten im unreinen Raum des realen Lebens den übelsten Barbaren. Innerlich bringen sie sich möglichst so weit in Sicherheit, dass sie inmitten der Katastrophen ungestört eine Insel jenseitiger Beschaulichkeit aufrechterhalten können. Dein Hooker. 4. Februar 1947. Mein Evelein, nun zum anderen, zweiten Wesentlichen, von dem du im Zusammenhang mit dem Verfahren schreibst. Dies ist übrigens noch lange nicht so weit. Was da steht, ist nicht nur ein in den Rücken fallen, sondern, um wiederum deine Worte zu gebrauchen, es sind Schläge, und zwar nicht nur ins Gesicht.
Ich lebte auch früher ein Leben ausschließlich für das Gute und Hohe, lebte es in seiner damaligen Form klar und konsequent. Fehler waren da, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber sie waren nicht dort, wo du sie siehst, wo du sie wesentlich glaubst. Ich spreche hier vom Persönlichen um mich, genau wie du auch mir schreibst. Wie hätte sonst ein Mensch wie du, schreibst du, der Licht und Wahrheit braucht, zu solch einer Tätigkeit kommen können, bei der alles so dunkel war? Ich habe nicht nur Licht und Wahrheit gebraucht, sondern ich habe dafür gelebt, gearbeitet, Tag und Nacht dafür gelitten, mich aufgeopfert auf alles und jedes, was du und Millionen andere hatten, verzichtet, bewusst verzichtet. Ein Leben einziger Pflicht war es, aber nicht der Pflicht irgendeiner Politik gegenüber, sondern der Pflicht an den ewigen Geist des Höheren, Reinen und Großen. Mein künstlerisches Schaffen ist in seinen letzten Gründen in nichts davon zu unterscheiden, so wie es heute ist, nur das Feld, auf dem ich mich bewege, ist ein anderes. Und das Erleben darum ist reifer geworden durch dich. Durch all unser tiefes Wachsen und dadurch der Ausdrucksform Kunst, die Bahn und die Erfüllung freigebend. Die Grundhaltung ist heute wie damals genau dieselbe. Und du sagst mir davon von Größenwahn, dann ist mein heutiges Streben und Wollen und was wir von uns sagen genauso, ja noch mehr Größenwahn. Was ich tat, war ein einziges Dienen an den Menschen unter Ausschaltung jeglichsten Persönlichstem. Tun wir das etwa jetzt auch in solchem Ausmaß? Und entsprechend war meine persönliche Haltung. Was du mir da sagst, ist für mich persönlich erschütternd und geht parallel mit deiner Beurteilung über mich zu dem Thema auf der vorhergehenden Seite. Sage nun nicht mehr, dass dir keine Zweifel am wesentlichsten in mir möglich wären. Nun sagst du in diesem Zusammenhang weiter, die Not wird uns wieder Mensch sein lehren, nur Mensch. Und was ich dazu weiterlese, öffnet mir mit einem Schlag die Augen über alles. Und dies ist mir das Schlimmste dieser ganzen Briefe. Wenn du diese Einstellung zu den Dingen beibehältst und dein Tun und Handeln weiterhin daraus kommt, werden wir beide untergehen. Ich sehe in einem jeden erst den Menschen, schreibst du, und so weiter. Wagst du dir im Ernst einzubilden, dass deine größere Seele auf jeden Menschen wirkt? Sehe doch die Dinge, vor allem aber die Menschen, wie sie sind. 99 von 100 Menschen gefällst du, hast bei ihnen Erfolg, indem du hübsch bist und ein frohes, offenes Wesen hast. Und das ist schlicht und einfach alles. Aber du gehst von der völlig falschen Vorstellung aus, dass alles gut sei. Am wenigsten trifft dies aber bei den Menschen zu. Sollten die tieferen Gesetze des Alls um Gut und Böse so verborgen geblieben sein? Wozu durftest du Gutes und Großes erleben, wenn dann doch alles für dich gleich ist und du nicht deiner Menschenpflicht genügst, indem du die Fähigkeiten, die dir der Herrgott gab, nicht dazu verwendest, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden? Wie willst du da zu einem Wirken kommen? Und das ist nämlich das Wesentliche von all dem. Du schwimmst, verzettelst dich, verlierst, quälst dich. Am Ende steht nichts Halbes und nichts Ganzes, bist in dauernder Gefahr. Ich muss und werde um dich in stetiger Angst leben, solange du dich von solchen Gründen leiten lässt. Ganzes Wirken setzt Maßhalten, setzt klarste und festeste Begrenzung für sich selbst voraus und gibt erst die Möglichkeit des Unterscheiden-Könnens zwischen Wert und Unwert. Wo soll denn das hinführen, wenn dir das Unwerte genauso wert bleibt? Wenn du das unter Menschsein verstehst, dann ist das der größte Irrtum deines Lebens. Du liest alles Mögliche Geschriebene in allem, was da heute produziert wird, und du bist glücklich, dass die Besten bei uns stehen. Dabei bist auch du gar nicht in der Lage, wirklichen Wert und wahre Kunst ganz klar von gefälligen Worten und leerem Zeug voller Phrasen zu unterscheiden. Da schwimmst du. Genauso wie mit den Menschen. Glaubst du denn wirklich, dass die Besten sich in dieser Zeit so sehr zeigen oder zeigen können? Bis jetzt konnte ich immer nur feststellen, dass sie da leben, wo ich lebe, was übrigens auch Renforts Meinung ist. Und die anderen schämen sich in solcher Zeit und bewahren sich und ihr Leben und schaffen davor, in den großen, stinkenden Misthaufen dieser Zeit geworfen zu werden, halten Maß und Grenzen und hüten das Gute. Dein Huck. Montag, 6. Februar 1948. Du mein Evlein, gestern und heute, den ganzen Vormittag, musste ich mich mit der Juristerei befassen.
Ja, Dule, es ist wahrhaftig nicht einfach, wie ich mich gegen all die menschliche Gemeinheit wehren soll, die nun immer mehr Form annimmt und zeigt, dass die Verhandlung bald da sein wird. Und das Übelste ist ja, dass ich sagen kann, was ich will. Dass ich die Tatsachen so, wie sie waren, darstellen kann und man trotzdem mit mir machen wird, was einem passt. Trotzdem will ich mich wehren, so gut ich es irgend vermag, für dich, mein Lieb, für unser Leben. Lasse dir nur ja nicht von solchem Gerede und solchen Radiomeldungen über Entlassungen den Kopf verdrehen. Es ist nicht wahr, im Gegenteil. Und müsste ich auch nur im geringsten annehmen, dass du dich auf solche Dinge verlässt, würde dies mir die Kraft nehmen und dir den Ernst für die ganzen Notwendigkeiten, die zu tun sind, dein Huck. 10. Januar 1947. Mein Evelyn, da steht noch in deinem Brief, es gibt Starke und Schwache und die Schwachen darf man nicht fallen lassen. Ja, sofern wir erkennen, dass der Schwache nötig ist für das Große. Es kann solche Fälle geben. Aber grundsätzlich ist es gegen das große Gesetz. Denn wo soll sich etwas erfüllen, da Kraft und innerer Reichtum sich am für das Ewige letztlich unwerten, vergeuden und verzetteln? Das ist Gefahr und nimmt die Sammlung zur Erfüllung des Großen. Einziges Gesetz ist, dass das Schwache stirbt, sich nicht auswirken soll. Hartes Gesetz, aber Gottes Gesetz, dein Huck. 22. November 1948. Ist wirklich nicht leicht zu lesen, also ich sage Ihnen. 22. November 1948. Bin schnell und gut in diesen Schuttabladeplatz für alles und jedes, einschließlich sogenannter Menschen, die sich Großstadt nennt, gelandet. Aber mir ist pudelwohl innen und außen. Schließlich scheint die Sonne, beziehungsweise jetzt der Glanz der Sterne, auch auf Müllhaufen. Man muss nur den Glanz in sich haben und nicht den Müll. Und in mir glänzt und gleißt ein ganzes All voller Sterne. Dankeschön. Ja, das ist ja, harter Tobak, darf man sagen. Mir liegt da so viel auf der Zunge. Ich möchte kurz auf, also was ich so in dem ersten Brief, wo dieser Satz fällt, wir müssen uns auseinandersetzen damit. Da wird man ja erstmal hellhörig und sagt, jetzt kommt was. Und dann war es am Ende Thomas Mann, der irgendwie alles falsch gemacht hat. Ja. Das ist, also das ist gleichermaßen ernüchternd wie auch ein bisschen enttäuschend, auch letztlich dann nicht überraschend in diesem Zusammenhang. Aber also welchen Bogen muss man schlagen, auch letztlich um sein eigenes Leben und auch über seine eigene Tätigkeit, um auf diese Idee zu kommen letztlich? Ja, es schmeißt einen hin und her und es ist kaum zu fassen. Aber so in der Zusammenschau vieler Briefe ist es einfach so, dass er viele, ja, gerade Denker und Schriftsteller und Künstler, wen auch immer, versucht abzuwerten. Und zwar diese, die in Opposition standen zu der Ideologie des NS-Regimes. Das versucht er damit, aber er versucht auch gleichzeitig zu zeigen, was ihn legitimieren soll, dass eben große Geister, er hält sich für selbst für einen großen Denker und großen Geist, eben Verantwortung nehmen für das, was geschieht, was entschieden wird, was Politik ist und bedeutet. Und so versucht er immer so auf zwei Ebenen Beispiele zu bringen, die die Opposition, die damalige Opposition dekouvrieren soll und für sich selbst Legitimation zu finden, indem er eben sagt, wir wussten es besser und ich weiß es besser und die waren alle nur Schwätzer. Ja, das ist so.
dieser Punkt, der immer wieder deutlich wird, auch eben dieser letzte Brief, da ist er eben wieder in Stuttgart und auch danach nimmt er einfach kritisch Stellung zu allem, was um ihn herum passiert. Das heißt, alle Leute, die wirklich honorig sind und sich einbringen in die Gesellschaft, in die neue Gesellschaft, die wertet er alle immer in übelster Weise ab und bringt der Ev gegenüber zumindest immer zum Ausdruck, dass das alles eigentlich nur Quatsch ist und Schwätzerei und unterstellt den anderen, sie würden sich gut darstellen wollen und hätten die Weisheit eben für sich gepachtet. Er selbst versucht aber natürlich dann auch immer wieder gleichzeitig zu zeigen, dass er seinesgleichen sucht, das heißt Menschen, die etwas Besonderes sind, dass nur besondere Leute ihn verstehen können. Und er versucht dann über solche Leute sich selbst in die Gesellschaft einzuführen. Aber bei ihm ist eigentlich immer der Punkt der, dass für ihn eigentlich Menschen nur dazu da sind oder nur dann wert sind. Das ist immer so sein Ausdruck, wenn sie für das Große, eben in dem Fall für sich und seine Kunst, nützlich sind, und ansonsten lässt er sie halt einfach auch fallen. Und er widerspricht sich dann auch manchmal. Er liest alle möglichen Klassiker auch in der Internierung und lobt dann zunächst irgendwelche Aussagen, die auch sein Tun irgendwo unterstreichen oder legitimieren könnten. Und Eve muss oder soll gleichzeitig parallel dieselbe Literatur lesen. Und es kommen dann Themen zur Sprache, wo eben genau diese Schriftsteller sich zu bestimmten Dingen kritisch äußern. Dann sind sie für ihn wieder völlig indiskutabel und erledigt. Ja, vielleicht als letzten Aspekt, wir würden nämlich gerne Ihnen auch noch die Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen. Da ist der erste Fragensteller schon. Einen Aspekt würde ich gerne noch ansprechen. Jetzt in den letzten Jahren oder auch heute, wenn man über die Biografie Hagenlochers spricht, habe ich zumindest häufig erlebt in Gesprächen, dass aus seiner Karriere bis 45, SS und Gestapo, und seiner Karriere danach sozusagen ein Gegensatzpaar gemacht wird. Auf der einen Seite Rainer und dann die Kunst. Mir leuchtet dieser Gegensatz nicht ein, ich finde, er ist unbegründet, aber hier finde ich doch interessant, er sagt es ja selber, er macht im Grunde dasselbe, sozusagen mit selber Haltung, auf selbem Grund, auch hier natürlich wieder die Hülsen und so weiter, aber ich glaube, er meint es ernst. Ja, ne? Ja. Ja, das ist tatsächlich so, es ist für ihn ein nahtloser Übergang gewesen, er argumentiert in der gleichen Weise, rechtfertigt sich mit Formulierungen, wo man manchmal oder ich manchmal den Eindruck hatte, das ist O-Ton Himmler. Ja, das sind einfach Phrasen, Schlagwörter, die man eigentlich schon kennt. Die gebraucht er in dem neuen Kontext, was sein neues Leben angeht, in genau der gleichen Weise. Also zumindest in dieser Korrespondenz der Eve gegenüber. Okay, es gäbe noch sehr, sehr viel auch bei diesen wenigen Briefen Auswahl zu besprechen. Trotzdem mit Blick auf die Uhr, ich gucke immer auf Ihre, die Sie mir, würde ich gerne dem Publikum die Gelegenheit geben. Vorher allerdings nochmal ein herzliches Dankeschön an Ihnen, dass Sie... Applaus
dass Sie den zweiten Abend hintereinander hier sind. Behalten Sie das Mikro, ich bin mir sicher, dass Fragen kommen. Herr Hagenlocher, ich möchte Ihnen auch nochmal danken, dass Sie hier sind und uns letztlich auch, ich habe es schon angesprochen, diese Briefe zur Verfügung gestellt haben, denn sie sind in Ihrer Familie überliefert. Und Ihnen, Herrn Sittler, natürlich auch nochmal herzlichen Dank. Ich muss gestehen, bei der Auswahl, ich war mir nicht sicher, ob das funktioniert in dieser Sprache, auch in dieser Kompliziertheit der Situation. Sie haben das so gemacht, dass es ganz wunderbar funktioniert hat. Recht herzlichen Dank auch Ihnen. So, aber jetzt gerne Fragen aus dem Publikum. Und die erste, die Meldung. Sie haben damit schon angefangen. Also Ihr Vater war ja eine wesentliche Zeit seines Lebens im Nationalsozialismus, im Faschismus aufgewachsen, hat das inhaliert. Ja. Und hat nach 45 es umetikettiert, ja. Hat es einfach angemalt. Und ja. Das ist das Gefährliche am Faschismus, dass man das in alle möglichen Farben machen kann. Und es ist sehr verführerisch, weil es sich so sicher anfühlt. Man ist sicher aufgehoben in etwas, wo man nicht genau sagen kann, was. Aber man ist jemand und es wird alles bewertet. Das wollte ich eigentlich fragen, aber das haben Sie schon gemacht. Und ich kenne das auch von meinem eigenen Vater, nicht in der extremen Form. Aber auch, dass man das Weibliche irgendwo hin tut, wo es gar nicht hingehört, wo man denkt, es löst sich überhaupt auf, es ist gar nicht mehr da. Und die Frauen als Brandbeschleuniger des Mannes, also das ist sehr schwierig. Ja. Und ich finde, wir müssen aufpassen, in unserer Zeit, der Faschismus, den wir haben, auch in diesen paar Parteien in Deutschland, der ist exakt dasselbe. Es ist mit einer anderen Farbe. Und wenn man das weiß und sich mit dem Nationalsozialismus oder dem deutschen Faschismus beschäftigt, dann ist es auch einfacher dagegen oder mit denen zu argumentieren, falls man überhaupt Lust hat. Aber damit muss man sich befassen und das ist schwierig. Es gibt Bücher dazu, es lohnt sich. Ich habe das gemacht wegen meines Vaters und ich danke Ihnen sehr, dass Sie das gemacht haben, dass ich das hier vorlesen konnte. Ich kenne solche Briefe nicht ganz so ausführlich, aber ich kenne das. Und ich habe damals gesagt, als es um Sozial Silber ging, wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen, können wir die Zukunft nicht gestalten. Das war vor 10 Jahren oder wann. Und ich bleibe dabei und ich bin so froh. Vielen Dank. Ja. Ja. Ja, mich würde mal interessieren, da ja da auch andere interniert waren, ob es da auch mal ein Gespräch gab über, was jeder da so gemacht hat, ob es irgendwelche Briefe gibt. Und Ihnen, Frau Hagenlocher-Riewe, möchte ich danken. Ich bewundere Sie, wie toll Sie das alles gemacht haben mit dieser Geschichte. Ja. Dankeschön. Also zur Gesellschaft der Internierungslager, er sagt ja an einer Stelle, er sitzt ja mehr oder weniger unter seinesgleichen, sage ich jetzt mal. Da hat er natürlich sehr, sehr viele Gleichgesinnte. Es gibt eine schöne Episode, jetzt, Gott, ich bin mir unsicher mit dem Namen Niemeyer, der Theologe, Niemöller, genau, der Reden in den Internierungslager hält mit und erwähnt sozusagen, wir müssen über 6 Millionen ermordete Juden reden. Und was sozusagen in seiner Zuhörerschaft dann passiert, ist für eine Internierungslager dokumentiert mit Briefen und Beschwerden. Sie können sich das vorstellen, nicht? Also sozusagen diese Schuldabwehr. Diese innere Gesellschaft in den Internierungslagern spielt das natürlich keine Rolle. Ne? Da ist man sich natürlich einig, dass das zwar schief gelaufen ist, aber gut gedacht war, so ungefähr. Ne? Ja, es ist sicher so, er auch auf dem Hohen Asberg schreibt er dann zu irgendeinem Zeitpunkt, es sind jetzt alle von meiner Stuttgarter Dienststelle hier. Also man war unter sich einfach auch, das, man muss es wissen, dass das Fachpersonal, es gab ein Spital im Internierungslager, das waren internierte Ärzte, die da zuständig waren für die übrigen Internierten. Das Wachpersonal waren selbst zum Teil Internierte und nur gelegentlich, also nach 1946, 47 war es ja dann unter deutscher Leitung, da war nur gelegentlich mal ein Amerik-Punkt, also er kann es nicht mal ausschreiben, also amerikanische Kontrolle da oder auch bei den Ärzten. Mein Vater arbeitete ja darauf hin, dass er als haftunfähig entlassen werden soll. Da boten sich die Ärzte natürlich an, da im Spital die entsprechenden
Diagnosen zu stellen und zu dokumentieren. Und beim Wachpersonal war es so, dass eben die Briefkontrolle oder Besuchskontrollen eben unter Berücksichtigung der jeweiligen Konstellation unter den Wachhabenden ohne weiteres möglich war. Die konnten übergangen werden, weil eben ein Großteil davon gesinnungsmäßig sich auch nicht geändert hatten und natürlich ihr Möglichstes taten, um den internierten Leuten damals jeden möglichen Gefallen zu tun. Ja, ich wollte fragen, ich habe in Erinnerung, dass es auch Briefe gab in seiner ersten Ehe, wo er bei diesen Sonderkommandos war, wie er das dann beschrieben hat oder ob ich da was falsch im Kopf habe. Es sind keine Briefe erhalten direkt zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Es gibt aber jetzt, was die Einsatzgruppe angeht, einen Eintrag in einem Kindertagebuch, das meine Mutter für mich geführt hat, in dem sie schreibt, dass eben nun ein großer Wunsch deines Vatis in Erfüllung gegangen. Er kommt nun als Leiter eines Sondereinsatzes nach Russland. Er wollte das schon sehr lange so. Das steht eben so im Gegensatz dazu, dass er hinterher immer behauptet, er wäre dazu abgeordnet worden. Also das stimmt definitiv so nicht. Das Kindertagebuch können Sie oben bei uns in der Dauerausstellung sehen. Den Hinweis wollte ich noch geben. Mein Vater zitiert gelegentlich Briefe meiner Mutter, teilte Eve mit, die Irene hat dies oder jenes geschrieben. Es gibt viele Dinge, die man nicht so nach ihrem Wahrheitsgehalt prüfen darf oder prüfen kann, aber tatsächlich erhalten sind von meiner Mutter, also der erste Ehefrau von Alfred Hagendocher, keine. Ich komme aus Reutlingen und habe eine Frage an Sie, Herr Rinke. Was war ausschlaggebend, dass nach diesen Jahren des Schweigens in Reutlingen und am Anfang auch in Albstadt, was war der Auslöser, dass diese ganze Geschichte diskutiert wurde und ausgehend vom Haus der Geschichte und in Albstadt dann doch einer größeren Öffentlichkeit zugänglich wurde? Das kann ich Ihnen einfach nicht sagen, das weiß ich nicht, da müssen Sie jemanden in Reutlingen fragen. Also als wir mit unseren Arbeiten, mit den Recherchen begannen und dann ja sehr schnell auch diese Zusammenarbeit entstand, hatten wir jetzt nicht Reutlingen im Blick. Wir wollten hier mehr erfahren über einen Gestapo-Beamten. Er ist ja nur einer von sehr, sehr, sehr vielen. Wir hatten das Glück, dass wir über diesen eben sehr viel erfahren können, aufgrund der großen und guten familiären Überlieferung. Aber zunächst mal haben wir das sozusagen fürs Hotel Silber gemacht, dass das irgendwann in Reutlingen und Albstadt ankam. Das weiß ich jetzt gar nicht, über welche Kanäle das ging. Das war dann vor Corona. Ich wurde auch eingeladen, dort Vorträge zu halten und wurde mehrfach kontaktiert. Aber ganz ehrlich, wer da jetzt den Ausschlag gegeben hat, das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob Sie das irgendwie... Nein, ich habe nur indirekt versucht, damals war ja eine Ausstellung in Albstadt, wo auch Bilder meines Vaters mit ausgestellt wurden. Da habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen zu der Leiterin der Galerie, um mich zu erkundigen nach ihrer Eröffnungsrede. Ich hätte die gerne gelesen, weil mir einfach aufgefallen ist, dass wieder zumindest in der Eröffnungsrede noch immer noch wie vorher auch überall in Reutlingen diese 12 Jahre NS-Zeit in der Biografie meines Vaters nie erwähnt wurden. Aber wie gesagt, ich habe keine
Antwort drauf bekommen. Ich war verwundert, weil zu dem Zeitpunkt, als es lief und der Herr Rinke seinen Vortrag gehalten hatte, war es ja bekannt, dass das an der Aufarbeitung gearbeitet wird, dass da viel geschehen ist. Und ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass da immer noch keine Stellungnahme erfolgt ist oder dass irgendwann irgendwo überhaupt mal erwähnt wurde. Und Herr Rinke hat ja dann den Vortrag gehalten und ja, eben auch in Albstadt, sodass zumindest das da in etwa mal überhaupt erwähnt worden ist, was in der Vergangenheit mit Alfred Hagenlocher war. Gibt es denn auch Briefe, in denen er konkret zu dem Spruchkammerverfahren Stellung nimmt? Denn da muss er doch sich zu dem äußern, was man ihm vorgehalten hat aus seiner NS-Zeit. Da konnte er sich dann doch nicht mehr in dieses Kunstgeschwurbel flüchten. Ja, es erscheint in diesen Briefen. Er regt sich natürlich furchtbar über dieses Urteil auf. Also er redet von Gemeinheit und Unverschämtheit und so weiter. Er schreibt, es wäre im Urteilsspruch oder von einem der Beisitzer eben, wären Worte gefallen ihm gegenüber wie Schergen und Mörder. Und er empört sich also sehr darüber. Er schreibt einen Tag vor seiner Verhandlung und zwei Tage davor, alle wundern sich, dass ich so froh bin und so locker und überhaupt keine Spannung habe, mir geht es gut, mir geht es wunderbar. Und dann kam eben diese Verhandlung, hinterher hat er sich dann seine Personen gesucht und gefunden, an denen er sich verbal unglaublich bösartig abgearbeitet hat. Aber er schreibt auch, das wäre völlig klar, er geht in Berufung und würde eben alles dafür tun, dass er als haftunfähig entlassen wird. Er hat sich auch vor der Verhandlung schon immer wieder, wenn es notwendig war, ins Spital überweisen lassen, hat also ganz offensichtlich Krankheiten simuliert, die dann eben auch von den Ärzten diagnostiziert wurden, hat sich operieren lassen, war ganz furchtbar krank und hat auch bei der Verhandlung war er schwerst krank und ist dann schließlich eben 1951, wie der Herr Rinke sagte, auf Kaution entlassen worden. Es waren 500 Mark Kaution angesagt. Er ist dann als haft- und lagerunfähig entlassen, 48 entlassen worden. Er kam dann 48 wieder nach Stuttgart. Ganz kurz, es gibt ein anderes interessantes Dokument dazu, weil Sie sagen, dass man, er hätte ja anhand der sehr konkreten Vorwürfe und Belastungen nun auch mal konkret bekennen können. Es gibt so eine Kladde, ist überliefert, wo er sich sozusagen sein Schlusswort, sein Schlussplädoyer aufgeschrieben hat. Und wenn Sie sagen, man kann da nicht rumschwurbeln, dann irren Sie sich. Dieses Schlusswort ist in einem ganz ähnlichen Duktus wie die Briefe auch, also es geht aufs Unpolitische, es ist der Schande unserer Zeit, dass immer alles politisch gesehen wird und so. Es ist also, Sie haben leider nicht recht, er hat es auch in dieser Situation geschafft, sozusagen sich ins Nebulöse sozusagen zu verflüchtigen, in seiner auf die Frage der Verantwortung hin. Er sagt in seinem Schlusswort, eben als letzter, als Ende der Verhandlung, man möge doch bitte bei der Zumessung der Strafe mitberechnen und in Beachtung ziehen seine schwere menschliche Situation und seine gelähmte Tochter wäre seine Strafe Gottes. Ich habe auch noch eine Frage. Das hat sich für mich jetzt so dargestellt, als wäre er wirklich nahtlos von seiner Faschistenkarriere in die Künstlerkarriere umgestiegen. Das heißt, hat er wirklich von Anbeginn an von seiner Kunst leben können? Beziehungsweise da stellt sich dann die Frage, wer hat denn ihn
da finanziell unterstützt? Wer hat seine Sachen gekauft? Und die zweite Frage, hat er oder ist bekannt, ob er sich dann in seiner zweiten Laufbahn mit ehemaligen Kollegen, Gestapo-Kollegen etc. pp. Häufiger nach dem Krieg noch ausgetauscht hat? Ja, er hat einige wenige Sachen verkauft. Es waren in der Hauptsache Auftragsarbeiten. Er hat da so Notizbücher darüber gefertigt, was er gerade macht und was er dafür bekommt. Es waren im Prinzip Kleinigkeiten. Er hat für ein Jagdgeschäft in Stuttgart hat er Rehkitze gemalt und Rehböckchen und Wildschweine und solche Sachen. Also kleinere Auftragsarbeiten hat er bekommen. Es ist nicht belegt, aber im Verlauf der Briefe wird eigentlich klar, dass möglicherweise, was Herr Rinke schon erwähnte, diese Geheimorganisation ELSA da eine Rolle gespielt hat, dass er erfordert in den Briefen auch zwei Frauen auf, bei denen er untergetaucht war, dass sie Geld zur Verfügung stellen müssen, das wäre schließlich sein Recht. Und auch diese 500 Mark Kaution, das beschreibt er in den Briefen, die sein Rechtsanwalt für ihn bezahlt hat, bei dem Gericht oder für diese Strafe da von der Verhandlung. Da kommt auch klar heraus, dass dieser Anwalt diese 500 Mark wieder eben irgendwo zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und was eben noch in den Briefen zum Ausdruck kommt, ist, dass er einige ehemalige Kollegen vom Hotel Silber wieder getroffen hat. Und ich habe auch innerhalb der Familie erfahren, dass später, also auch in späteren Jahrzehnten noch gelegentlich Treffen stattgefunden hatten mit ehemaligen Gesinnungsgenossen. Nichtsdestotrotz als Hinweis oder als kurze Einschätzung. Also diese Zeit Hagenlochers, ich bleibe jetzt beim Begriff Kulturmanager, die ist sozusagen eigentlich, sage ich jetzt mal, im Grunde noch nicht wirklich ins Auge gefasst worden. Ne? Also eine Kunsthistorikerin, Kunsthistoriker und so weiter hätte dort viel zu tun. Also gerne auch wirklich objektiv, vorbehaltlos wird nicht funktionieren, das so, aber zu gucken, wie geht das, wie geht er da rein, wen lernt er kennen und so weiter und welche Wege nimmt das. Auch unter Einordnung sozusagen seiner eigenen ja, künstlerischen Schaffens oder Interpretation, da wäre noch sehr, sehr viel zu tun und viel Stoff vorhanden. Ja, er hat ja, nachdem er entlassen war, das hat er vorher schon angebahnt, während der Internierung ganz gezielt Kontakt aufgenommen mit einigen Künstlern, die auch schon in der NS-Zeit berühmt waren, zum Teil auf der gottbegnadeten Liste von Adolf Hitler standen. Und er war dann in seiner Reutlinger Zeit außerordentlich fleißig bei der damaligen Hans-Thoma-Gesellschaft, die er mit begründet hat. Er ist ja keiner Berufstätigkeit mehr nachgegangen. Er hatte viel Zeit und hat sich sehr, sehr intensiv da eingearbeitet, hat zahlreiche Ausstellungen gemacht und hat natürlich auch gesammelt und für Leute gesammelt. Man könnte oder ich gehe davon aus, dass er da eben auch entsprechend honoriert wurde. Also er hat tatsächlich mit Ausnahme dieser 5 Jahre, wo er Leiter der Galerie Albstadt war, ist er eigentlich nie einem Brotberuf nachgegangen, sondern hat eben aus irgendwelchen anderen Verdienstmöglichkeiten gelebt, hat natürlich eine Rente auch bekommen
hat eine Rente bekommen, zunächst auch als Kriegsversehrter. Das wurde ihm dann 1951 oder 52 aberkannt, also was seine vorgetäuschte Kriegsverletzung angeht. Aber innerhalb der Familie, also es ging da um mich, also meine Kindheit und Jugend wurde zum Beispiel von der Kriegsopferfürsorge alimentiert. Also die Inanspruchnahme seiner Rente, ich vermute mal, er war ja verbeamtet vorher, er ist ja nicht verurteilt worden im eigentlichen Sinne, dass er seine Rente bekommen hat und eben in gewisser Weise diesen Zusatz als Kriegsversehrter oder hat für seine Familie da seine Zusätze noch bekommen. Er war ja bis 1960 mit meiner Mutter noch zumindest offiziell verheiratet. Mich hätte jetzt noch interessiert, wie groß der Altersunterschied war zwischen dem Herrn Hagenlocher und der Eve. Also wann also sie. Nein, es war nicht sehr viel, aber sie war jünger als meine Mutter. Also man schaut tatsächlich in einen Abgrund. Ich komme aus Polen und empfinde es doppelt. Trotzdem wüsste ich vor allem, interessiert es mich sehr, ob dieses Dokument veröffentlicht wird, ob das unter Betreuung von Historikern, Psychologen und Psychiatern im Grunde bearbeitet wird und dadurch zugänglich ist, weil ich habe natürlich Goebbels Tagebücher gelesen, ich habe Speer gelesen, aber so erschüttert war ich bisher noch nie. Also meines Wissens bis jetzt, außer dem Haus der Geschichte und Herr Rinke eigentlich nicht. Was meinen Vater angeht, bin ich überzeugt, dass es in vielen Fällen, jetzt muss ja nicht unbedingt in der Kunst gewesen sein, aber man weiß ja von vielen Fällen, wo Leute, die schuldig wurden im NS, hinterher beste Möglichkeiten hatten, wieder einzusteigen, anerkannt waren, ein gutes Leben geführt haben und dann irgendwann in Ruhe und Frieden hochbetagt gestorben sind. Also das soll gar nichts relativieren, es ist schlimm genug, aber es gibt sehr viele Leute, die ähnlich sich durchgemogelt, durchgeleugnet haben. Ja, also die Briefe, aus denen wir heute gehört haben, die sind tatsächlich noch unveröffentlicht. Also es noch in der Sammlung des Hauses der Geschichte und im Besitz von Herrn Jörg Hagenlocher. Natürlich haben wir immer mal wieder darüber gesprochen, wie geht es mit diesem Projekt weiter. Das werden wir sehen. Ich kann ganz klar sagen, wir brauchen dafür Partner, weil wir jetzt am Erinnerungsort Hotel Silber, wir machen hier Museum, Vermittlung und so weiter, wir sind keine Publikationsstelle. Und wenn Sie sich an die Fotos erinnern, die ich gezeigt hatte, das ist sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Also Sie müssen sich fragen, wie viel Arbeit das ist. Das sind handschriftliche Briefe, Hunderte, über 1000 vielleicht, die zu transkribieren und in eine veröffentlichbare Fassung zu bringen. Das muss man auch noch machen, wäre sehr, sehr viel Arbeit, aber zweifellos eine lohnende Arbeit. Aber dazu müssten sich einige Partner zusammenfinden, die diese Arbeit und auch die verbundenen Kosten damit zusammen schultern. Also ich kann natürlich über nichts sprechen, aber ich weiß, dass es das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt gibt und dass es die Deutsch-Polnische Gesellschaft gibt. Und es gibt auch natürlich Verleger in Polen. Also vielleicht wäre es möglich, eine Zusammenarbeit zu finden, zu ermöglichen. Ja. Ich möchte noch ein paar Worte sagen, nämlich, das war erschütternd alles, was wir heute gehört haben. Wir alle wurden mit der Zeit zwischen 45 und 53 beschäftigt.
seit dem Jahr 53 sind dann 40 Jahre vergangen, bis zu dem, mit der Krönung sozusagen der Staufer-Medaille. Wir haben auch erfahren, dass man erwogen hat, ihm ein Bundesverdienstkreuz zu verliehen, aber darauf hat man verzichtet. Ist das richtig? Man sagte das. Also auf jeden Fall, ich habe dafür plädiert, dass ihm die Staufer-Medaille, das war am Sonntag, aberkannt wird. Und zu diesem Thema komme ich wieder, weil wie, ich verstehe das nicht, ein ausgewiesener Hasser der entarteten Kunst im Kunstbetrieb arbeitet und dann 40 Jahre nach seiner Entlassung eine schwerwiegende Medaille bekommt. Das ist, und was ist passiert in diesen 40 Jahren? Warum? Wofür er hat das, er das bekommen hat? Hat er, was war das? Danke. Also ich gehe davon aus, dass das eben seine Verdienste um die Kunst waren, die dazu geführt haben, dass er diese Medaille bekam. Warum diese NS-Vergangenheit in keiner Weise dabei eine Rolle gespielt hat, das kann ich selbst nicht nachvollziehen. Ich verstehe, dass da sehr intensiv nachgefragt wird. Die Frage tat sich mir auch immer wieder auf. Und ich weiß auch aus der Familie, dass tatsächlich Interesse daran bestand, dass er das Bundesverdienstkreuz bekommen sollte. Aber es war wohl dann die Befürchtung da, dass eben, wenn es so weit ginge, dass da eben dann schlafende Hunde sozusagen geweckt würden und dass daraus eben Probleme entstehen könnten. Aber er hätte sicher gerne gehabt, er hat ja ein Selbstbewusstsein gehabt, das nicht so schnell ein Beispiel findet. Er hätte sicher auch gedacht, dass er es verdient hätte, aber eben leider es nicht erkannt wurde, was er für eine Ausnahmepersönlichkeit gewesen ist. Günter Kurz, Herr Rinke, ich habe einen, hier sehe ich, ich heiße Kurz hinter, ist ja leicht zu übersehen. Ich hatte das Vergnügen, in den 1950er Jahren Geschichtsunterricht von einem ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS zu genießen, der die Shoah geleugnet hat, ja. Und der hat uns immer davon berichtet, wie toll die Kameradschaft der sei in der HIAG, Hilfsorganisation auf Gegenseitigkeit ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS. Finden Sie da vielleicht etwas, wo der Herr Hagenlocher vielleicht dabei war oder auch nicht dabei war? Also einfach probieren. Also ja, das kann man probieren. Ich glaube, also wir haben ja in den Briefen schon ein bisschen auch was gehört und ich würde auch jetzt nicht alles, was er sagt, so in den Wind schlagen. Also dieses die Einsamkeit, das Misstrauen gegenüber anderen, sich nicht öffnen und so, das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass er nach seiner Entlassung jetzt, sagen wir mal, lassen Sie mich in der Sprache bleiben, durchs Land lief und irgendwie sozusagen allzu offen jetzt seine Haltung da preisgibt. Also ich wüsste nicht, dass er in der HIAG gewesen ist. Er wird sicherlich mit einigen Kontakt gehabt haben. Das geht irgendwie gar nicht anders. Aber wie dicht diese Netzwerke waren und ob sie möglicherweise auch eine Rolle bei seiner Karriere im Kunstbetrieb spielten, das würde ich gern jemanden fragen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, der sich da mal eine Weile drin eingräbt. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ne? Und insofern nochmal, also da gibt es noch viel zu fragen und auch viel noch in Erfahrung zu bringen, in welchen Milieus und Netzwerken er sich und andere bewegten und was die letztlich bewirkten. Ne? Aber, ja. Wollen Sie noch was sagen? Bitte? Wir haben jetzt noch drei Fragen, habe ich jetzt noch gerade gesehen, eine vierte noch und dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, müssen wir zu einem Ende kommen. Also ja, vielleicht kurz fassen bei den Fragen. Ja, okay. Bernhard Hindersen aus Weibeling. Frau Hagenlocher, ganz super, wie Sie sich geöffnet haben. Ich finde das ganz einmalig. Danke. Auch am Sonntag zu zweit. Dankeschön.
mal eine persönliche Frage. Wann haben Sie in welchem Alter festgestellt, das zweite Bild des Vaters? Wie alt waren Sie da? Und wie lebte da noch der Vater oder haben Sie das einen Augenblick später? Wie war der Moment, in dem Sie dachten, Mensch, das habe ich ja gar nicht gewusst? Also es war relativ früh, ohne dass ich genau wusste, was dahinter steckte. Mein Vater war immer so ein Phantom. Als Kind trug uns meine Mutter immer auf, wenn wir nach draußen gingen, zum Spielen gingen, wenn euch jemand nach eurem Vati fragt, ihr sagt nichts. Also jeden Tag. Also es war irgendwie so, dass man als Kind schon das Gefühl hatte, da stimmt irgendetwas nicht, da ist etwas gefährlich. Das erste Mal gehört habe ich, dass mein Vater Nazi war, auch als Kind. Ich war 7 Jahre alt, kappelte mich mit einem Cousin, der so 10 Jahre älter ist als ich. Wir machten mehr Spaß eigentlich. Und er sagte zu mir, dein Vater ist ein Nazi. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Vater ist Kunstmaler. Also ich konnte damit nichts anfangen, aber dann so in der Pubertät und so war mir natürlich klar, er war bei der SS und so, aber es war immer so ein gefährlicher Überbau. Man konnte mit ihm nicht drüber reden, mit meiner Mutter auch nicht. Sie war einfach durch diese ganzen Erlebnisse, die sie durch ihn und mit ihm hatte, schwer traumatisiert und ich merkte als Kind einfach, dass man da nicht dran rühren kann. Und so kam es dann sukzessive. Also dann wusste ich, er war bei der SS und irgendwann wusste ich, dass das wohl eine Legende ist, dass er Soldat gewesen ist, weil immer wieder sagt jemand, der war ja Soldat und in Gefangenschaft als Soldat. Also das war so sukzessive und irgendwann, aber da war ich schon erwachsen, vielleicht 25 oder 30 sogar schon, war mir klar, nee, er ist schuldig geworden. Und es war aber zu einer Zeit, so um 1970, wo ich sehr interessiert war und sehr versucht habe, Näheres zu erfahren, aber da gab es so Recherchiermöglichkeiten eigentlich noch gar nicht, wie das heute ist. Und so kam es dann langsam eben immer weiter und ich wusste, da muss ich mal ran, das muss ich aufarbeiten. Versuche waren immer ganz schwierig, da weiterzukommen. Dann waren andere Dinge, ich habe es wieder aufgegeben. Und als ich dann in Ruhestand ging, dann wusste ich so, jetzt ist es Zeit, jetzt muss ich da endlich beginnen. Und da habe ich dann angefangen, ernsthaft zu recherchieren. Und es fiel auch ziemlich zusammen in einer Zeit, als ich einfach wieder stecken blieb und nicht weiterkam, dass ich Herr Rinke und Hotels, um das Hotel selber bemüht hat und mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und da hat er offene Türen eingerannt und da war ich sehr froh und kam dann auch wirklich Schritt für Schritt weiter und den Dingen näher. Und dann hat mein Bruder mir diese Briefe zur Verfügung gestellt und seitdem sitze ich jetzt also schon einiges über 10 Jahre dabei, diese Briefe zu transkribieren und einfach mehr über ihn zu erfahren und eben auch direkt von ihm zu erfahren und authentisch aus der Situation, also nicht was 10 Jahre später oder 50 Jahre später irgendwie mal ausgegraben durch 10 verschiedene Hirne gegangen ist, sondern wirklich von ihm authentisch, so hat er gedacht und so hat er es niedergeschrieben in der Situation und deswegen ist es für mich so schwierig, aber auch gleichzeitig aufschlussreich, ihn so zu erleben und kennenzulernen, wie es eben durch die Briefe nur möglich war. Ich komme auch aus Reutlingen, ich leite den Kunstverein dort und jetzt möchte ich als Hinweis für Sie alle, also den Hagenlocher gegründet hat als Hans-Thoma-Gesellschaft. Wir haben jetzt in unserer aktuellen Jubiläumsausstellung auch ein Werk eines zeitgenössischen Künstlers, der sich mit NS-Vergangenheit von Hagenlocher befasst hat in dem Zuge. Also da als Hinweis, wer nach Reutlingen kommen möchte, kann da auch weiteres erfahren. Wir möchten eben auch daran anknüpfen, dass das im Gedächtnis bleibt, diese Vergangenheit auch gerade mit unserem Verein, dass wir da weiterarbeiten, auch historisch. Und eine Frage hätte ich aber auch noch zu den Briefen. Und zwar haben wir Eves Seite durch
seine Briefe ja immer auch gehört, aber hat sie sich auch manchmal getraut, sich gegen ihn aufzulehnen? Also in einem Brief hat er ja zu ihr gesagt, dass sie ihn als größenwahnsinnig bezeichnet hätte. Und da habe ich so gedacht, hat sie ihn in den Briefen wirklich auch mal zur Rede gestellt? Also das würde mich sehr interessieren. Ja, hat sie. Das hat sie immer wieder. Und hat eben schon zum Ausdruck gebracht, eine ganze Zeit lang noch, ihre Einstellung zu dieser NS-Zeit und vor allen Dingen zu ihm in dieser Zeit und ihm gesagt, ob er da schuldig oder ihn gefragt geworden wäre. Aber in einem Brief haben sie es gehört, wie er damit umgegangen ist. Und er hat schließlich sie derartig manipuliert und seine Logik auseinandergefieselt über Tage, über Wochen. Und in den Briefen erlebt man dann so mit, wie sie sukzessive immer mehr in dieses Dilemma hineinrutschte und sich schließlich nicht mehr daraus befreien konnte, weil er einfach immer zwischen den Zeilen manchmal auch direkt damit gedroht hat, er würde sich umbringen und sie würde untergehen, sie würde verderben, wenn sie sich diesem großen Gesetz und diesem reinen und heiligen und sonst was widersetzen, würde ich vermute, dass sie in gewisser Weise auch resigniert hat und für sich selbst das Gefühl wohl hatte, dass sie da nicht rauskommt und sich ihm so quasi ja, ergeben. Albrecht Ernst, Stuttgart. Ich habe einen kurzen Hinweis und eine kurze Frage. Der Hinweis geht auf die Staufer-Medaille. Es ist so, dass 1975, also so im Umfeld des 60. Geburtstages, es Bestrebungen gab, ihm tatsächlich das Bundesverdienstkreuz zu verleihen. Das Kultusministerium hat das dann aber gleich abgebogen und gesagt, nee, der hat eine NS-Vergangenheit, das geht nicht. Und man hat dann auch durchschaut, was in Reutlingen geschrieben worden war. Da gibt es einen Aufsatz von einem gewissen Adolf Schaal. Und er hatte eben geschrieben, ja, die NS-Zeit, das schreibt er gar nicht, es gab eine Zeit des Irrens und Suchens. Nun aber, wie kommt es zur Staufer-Medaille? Es ist so, dass ein Industrieller sich an die Politik wendet und sagt, es wäre doch ganz wunderbar, wenn Hagenlocher zum Professor der Villa Reitzenstein ernannt werden würde. Und das wird auch geprüft. Und nun geschieht aber Folgendes, dass man wahrscheinlich die Staufer-Medaille als das geringere Übel auffasste. Meine Frage, wie sieht es denn in der Bundesrepublik Deutschland aus? Findet Ihr Vater in irgendeiner Weise Anschluss oder Interesse an einer der demokratischen Parteien im Land? Ist Ihnen da etwas bekannt? Wohin tendiert er? Was wählt er in all diesen Umbruchzeiten? Ich weiß nicht, was er gewählt hat, aber ich weiß, dass er ein Demokratieverächter oder sogar Demokratiefeind war. Aber er war gleichzeitig ein Opportunist und hat sich eben schon auch mit Politikern umgeben, die seine Autorität außer Zweifel stellten, hat denen hofiert, also Filbinger wäre da zu nennen. Und ja, eben auch mit einer NS-Vergangenheit, vielleicht spielte das auch eine Rolle, aber auch andere Leute aus der Politik oder aus der Gesellschaft, die er tatsächlich aber im Grunde eigentlich benutzt hat. Er wollte auf Augenhöhe mit denen sein und solange sie eben der Meinung waren, dass er ein besonders wichtiger Mann ist in der Kunst und Autorität, solange niemand seine Autorität in Frage stellte, beziehungsweise auch nur eine andere Meinung dazu hatte, mit denen hat er sich dann sofort strittig auseinandergesetzt und es sind auch viele Beziehungen zerbrochen. Aber politisch war er insofern, als er einfach immer genau wusste, wen er für seine Zwecke brauchen kann und was hilfreich für ihn ist. Okay. Ja. Ein gutes Schlusswort. Wir müssen und wollen Schluss machen. Auch die Luft sagt uns langsam, dass wir hier wieder raus müssen.
Frau Hagenlocher-Riewe, Herr Hagenlocher, ich möchte Ihnen für einen wirklich denkwürdigen Abend, das ist als Gastgeber jetzt vielleicht nicht die meine Sitte, sozusagen den Abend selber denkwürdig zu nennen. Ich persönlich empfinde es so und deshalb möchte ich Ihnen dafür danken. Herr Sittler, Ihnen danke ich für den wunderbaren Beitrag, den Sie geleistet haben. Ihnen danke ich, dass Sie gekommen sind, dass Sie ausgehalten haben. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie sehr, sehr gerne wieder zu uns. Einen guten Abend Ihnen.